Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück beim FIFA-Orakel. Leute, Leverkusen gegen Dortmund. Und mit dabei natürlich wie immer der Goro. Hallo, gerade einen Schluck getrunken noch, deswegen kann ich nicht weiter. Das ist, ja, ist in Ordnung. So Leute, wir spielen hier wieder Top-Mannschaften heute. Auf das Spiel freue ich mich, muss ich sagen. Castro, Ginter, ich bin mal wieder nicht ausgewählt im Kicker, ich bin mal wieder schlecht vorbereitet. Heute am Sonntag 3 Spiele. Ja genau, stimmt. Heute 3 Spiele durch die Europa League. Wie der Goro heute erzählt hat. Ja, nö, bei mir passt alles. Gut gemacht. FIFA, I'm proud. Hab ja schon eben gesagt, ich bin froh, dass Goro nicht auf seinen Liebling Chicharito zugreifen kann. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich muss jetzt einmal herausfinden, was 25. Ich finde Çalhanoğlu nicht. Çalhanoğlu steht hier auch. Auf der Bank soll er sitzen. Oh, ja, jetzt auch gesehen. Dann kommt er halt von der Bank. Jetzt in der 5. Minute. Was? Jetzt sofort in der 5. Minute. Ja, ist ja wohl okay. Da sagt der Kicker. Kann ich mir auch vorstellen. Dass der Kicker sagt ihm nur, dass er am Anfang auf der Bank ist. Hm. Und dann läuft er aufs Feld. Oh. Wieder ein gutes Spiel heute im Waldstadion. Also die Fans, die immer ins Waldstadion gehen können, die haben echt. Das Leverkusener Stadion ist nicht drin, aber das Waldstadion dafür. Es ist ja auch der Stadion ist super go. Da spielt Frankfurt, da spielt. Eben, ey, das ist ein Top-Stadion. Oh, Birki! Nein, nein, nein! 1-0, ich bin so. Boah! Oh. Ich krieg keine Luft, will grade. Ich nichts zu sagen, lieber. Ich krieg grad keine Luft. Nicht. Ich finde keine Worte. Es war ja schon fast schlimmer, dass ich den nicht gemacht habe. Ja klar! Dafür finde ich ja auch keine Worte. Aber ist mir natürlich recht, ey. Boah. Weißt du, so eine Fehler werden bei mir wieder mal nicht bestraft. Finde ich gut. Lachst dich halt wieder durch. Aber Kießling, der hat doch eigentlich. Ich weiß nicht, wie man den vorbeischießen konnte. Der war ja. Torwart war weg. Ja. Naja, du hast halt irgendwie voll in die falsche Ecke. Ich meine, die andere Ecke war ja komplett offen. Oh, unten rennt er doch, lauf! Ach, das ist gar keine Ecke angezeigt, ich habe einfach nur geschossen. Achso, okay. Dann bist du selber schuld, so. Was hast du jetzt davon? Wenn Birki sich jetzt noch hingeworfen hätte, so nach dem Motto. Boah, oh, hab ich! Schöner Pass, wenn den Gitarren noch kriegt, schon. Was soll denn der Kack? Pässe wieder ankommen, ey! Oh! Oh! Das ist nicht der Tag von Kießling heute. Auswechseln. Den Hässlingen rein. Da muss halt wieder ein Loch in der Masche sein. So kann er es, ey. Mit Löchern kennt er sich aus. Phantom der Oper. Ah, oh, scheiße. Apropos mit Löchern kennt er sich aus. Weißt du, was die in der zweiten holländischen Liga passiert ist? Nee. Da hat ein Verein. Also jetzt reicht's lange. Da macht er es jetzt. Da hat zwei Vereine haben bei ihrem Spiel, normalerweise laufen die ja. Es ist einfach lächerlich, dass das Tor nicht war, aber dann zum Glück. Da hat der. So, was ich jetzt erzählen wollte. Jo. Die. Haben, normalerweise laufen da immer Kinder mit rein. Ach ne? Ja, mit den, habe ich gesehen, glaube ich, da mit den Ladies da, ne? Unterwäschemodel. Das war geil, gehen. Das sollten wir öfter machen. Ne? Wenn das wir schon gab, keine Cheerleader haben, was soll denn der Geiz? Es gab schon vielleicht eine kleine Extra-Motivation, ne? Ich weiß auch nicht, was soll der Geiz denn, oder? Peace-Check jetzt da vorne, oder wie? Ey! Da gibt's nix! Hat er beim HSV gelernt. Ey, ich werde richtig sauer. Mimedi jetzt. Muss ich auch das zweite Ding schenken. Ja, von da, oder wie? Ja, oh. Oh, der Goro ist heute richtig gut im Ziel, ne? Der hat richtig Ziel, was er getrunken. Guck mal, den muss man machen! 80 Chancen. Einer geht. Ey, wenn du hier noch verlierst, ne, dann bist du selber schuld. Ich verliere hier, ich habe kaum Chancen gehabt. Sehr ausgeglichenes Spiel. So viele Chancen, wie du jetzt in den ersten 15 Minuten hast, hat manchmal. Hat das noch nicht jemand im ganzen Spiel, ey. Vorne. Ah, du Sausack, ey. Hat den gerade Ober anvisiert. Wolltest Wichser sagen, hab ich gehört, oder? Nee, nee. Da, so ja, guck, der liegt da immer noch. Was?
Ja, du hast auch noch nachgetreten, wie du da lagst, ey. Hab ich genau gesehen. Pass mal auf, Leute, jetzt mach ich mal wieder endlich mal wieder ein Tor hier nach dem Freistoß. Nein. Hab ja nicht gesagt, unmittelbar nach dem Freistoß. Nein, ich habe aus Versehen zu. Birki? Muss jetzt auch mal hier die Geschwindigkeit von ihm ausspielen. Och Gott! Ich glaube, ich mache mit Ilkay gleich einen Fernschuss. Kann ich, glaube ich, ich. Bisher hat mich mit Aubameyang noch nie was richtig gerissen hier beim Orakel, glaube ich. Komm einfach nicht drauf. Ja, klar, ey, das ist nicht wahr. Was mache ich denn? Guck dir das an. Schüsse 7-0 jetzt schon. Das ist doch nicht wahr. Die Partie läuft doch schon 27 Minuten. Schon. Ey, Ilkay. Lauf weiter da jetzt. Geht doch. Doppelpass, Quadropass. Was war das denn von Wendel? Ich hab den Ball, ich Ecke. Okay. Okay, Leute, pass auf. Kommt noch ein. Na, das ist nicht wahr. Ich krieg heute nichts hin. Heute ist nicht mein Tag. Abseits even. Ja, Einwurf even. Oh Mann, was habe ich denn geraucht heute? Nichts, das glaube ich dein Problem. Das kann auch sein. Oh, oh! Oh! Nein, da ist er eh nur Kiesling. Wir wissen ja, wie gut Goreuth mit Kiesling spielt. Ja. Ohne Mist, was ist da passiert? Hast stark gefoult. Ach komm, lauf doch jetzt mal, Ober, lauf! Ilkay, auf dich ist Verlass, oder? Nee. Apropos Ilkay, der wird wechseln, ne, im Sommer. Hm. Wohin? Weiß man weiß schon so eine Tendenz, nicht. Oder? Tendenz weiß man schon. Angeblich schon offiziell. Also, halbwegs offiziell. Halt. Aber wahrscheinlich dann halt international, wa? Ja. Abseits, Goro. Oder zu den Bayern. Ich wollte nur auf Zeit spielen wieder, ey. Guck dir das an, der deckt hier jeden, ey. Dass du dir so Zeit gelassen hast. Ah, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ja, für mich aber auch wieder. Nee, diesmal nicht. Wie Hummels sich da reingestellt hat. Alle laufen sich schnell nach vorne. Das überlegt ganz. Mit ganz großes Kino jetzt. Okay. Jetzt könnten wir vielleicht mal. Wir haben ja einen schnellen Spieler, habe ich gehört. Den hier. Oh, komm, wieso bist du denn so schnell wie er? Das ist gar nicht. Das geht nicht! Guck dir das an, der dribbelt da. Oh, Leno! Richtig, das ist eine der schlechtesten Halbzeiten, glaube ich, von mir. War dein erstes Schuss auf. Erstes. Dein erstes Schuss. Aber jetzt der zweite. Ey! Komm, Mio. Komm, Ilkay! Oh! Abseits. Nee, nix da. Reus. Pfoh. Reus auch sehr blass geblieben in der ersten. Oh, was macht denn Hummels da vorn? Ist ja eh nur Kiesling, kann ich eigentlich dich auch durchrennen lassen. Schwache erste Halbzeit. Auch von mir eigentlich. Also abschlusstechnisch. Abschlusstechnisch, ja, aber sieben Schüsse, Alter. Boah. Schussgenauigkeit 42. Ballbesitz trotzdem ich, kann ich mir gar nicht denken. Ich habe irgendwie gefühlt die ganze Zeit den Ball gehabt, finde ich. Oh. Was? Was war denn? Ich hab nichts gesehen. Mimi, die hat eine Rolle gemacht. Ja, und? Ist das hier Tor? Nein, ist Fußball. Schmelzer! Oh Mann!
nichts hin heute. Ja, wir haben heute nur knappe Partien eigentlich. Also 1-0 ist ja immer noch knapp. Auch wenn da eigentlich halt 3-0 wäre ja schon drin, würde ich mal so behaupten. 3-0 wäre nicht nur drin, das wäre auch schon fast verdient. Das hast du jetzt gesagt. Hier, sowas ist verdient, wenn Aubameyang jetzt einfach mal durchrennt. Oder hier vielleicht noch ihn bedient. Komm, da hätte Leno hätte doch reagiert. Ja, der hätte, ja eben, also vor allem bei so einem Kullerball, weißt du? Guck mal. Der sagt ja auch nicht mal, dass er sicher ist, sondern er guckt einfach nur. Castro auf Ober. Reus. Und Reus hat auch einen guten. Ach, oh, nee. Go, schmeiß ich dazwischen. Guck mal, geht irgendwie nur auf ein Tor heute scheinbar. Lauf nach unten. Oberlauf! Oh. Ja, Friends. Manchmal brauche ich das. Manchmal brauche ich das. Yo, Friends. Man muss, aber manchmal muss man es einfach nur zeigen, weißt du, dass man es könnte, wenn man wollte. Abseits, scheiße. Oh, ja, gut, dass du den nicht hat er dann wissen. Sicher, siehst du? Guck mal, jetzt wird schon ein Zeitspiel angezeigt, ey. So lang macht er herbei immer. Jo, oh, faul von mir, sorry. Sorry. Ja, gelb. Direkt. Castro. Oh, jetzt wechselt er. Ja, irgendwie. Angst Potter. Träum weiter. Das läuft alles nicht so zusammen bei Kiesling, glaube ich, heute. Nö, bei Kiesling nicht. Castro auch, oder? Oh, der Hässliche. Geht runter, ja. Kagawa. Was, Aubameyang auch wieder weg? Jo, ich komme, weiß ich auch nicht, irgendwie. Mit Ramos bist du besser, ne? Ja, auf jeden. Ramos ist halt so ein Tier, so weißt du, ich weiß genau, wie man diese, wie man die behandeln muss mit Beast Mode, ey. Peace Shack. Aber krass, dass Ilkay weggeht. Ich mochte den. Also, ich mag ihn immer noch, aber. Oh, da kann man auch mal den. Oh! Was war das denn? Eigentor, oder? Ich glaub ja. Zack. Kippt er um, der Hakan. Kack, warum habe ich den denn eingewechselt? Eigentor von Shinji. Das wird aber Julian. Aber Brandt. Brandt will das für sich. Der will auch mal ein Tor machen. Okay, Leute, alles in Angriff jetzt. Das ist nicht wahr, ey. Okay, Reus, komm, jetzt direkt der Anschlusstreffer. Das ist die Antwort. Das wollten wir sehen, Freunde. Guck mal, Ramos, wir... Steh auf, Junge! Nichts gemacht in dem Spiel, Ramos, weißt du? Und dann... Aber er feiert sich wie ein Held, ey. Na, jetzt mach nicht auch so eine Sachen wie ich. Das ist nicht wahr. Mach es einfach nach, ey. Hacker. Wofür habe ich denn das Tor gemacht? Es ist so eklig, wenn man so durchgeht. Das müsste verboten werden. Aber eigentlich ist der andere ja selber schuld. Ich meine, du kannst ja, hast so viele Chancen, ihn vom Ball zu trennen. Ja, du hast, alle deine Spieler waren vor mir, ne? Eben. Aber nicht nochmal. Weil es so schön war. Alle guten Dinge sind drei, schade. Oh, kacke, jetzt hat mir mein Tor hat mir überhaupt nichts gebracht. Hast du direkt die Antwort gehabt, leider. Spiel ja wieder nach ganz hinten. Okay, Kagawa, jetzt kannst du dein Eigentor wieder gut machen, wenn du, ja, genau auf Leno, ey.
Falsches Team, boy. Komm schon. Schmelzer, sehr schön. Einwurf. Schon wieder eine intensive Partie, ey. Zu intensiv für mich. Ist ja auch vor allem die dritte jetzt, die so intensiv ist. Noch keine, wo man irgendjemand sich hätte zurücklehnen können. Weiß auch nicht, was ich noch ändern soll. Toprak verletzt. Ach, Kacke. Es ist auch schwer, wenn du... Also jetzt nochmal zu gucken, wo du halt verbessern sollst. Weil du hast schon einen neuen Stürmer drin, du hast einen neuen offensiven Mittelfeldspieler drin. Aber jetzt könnte... Ramos, schade. Oh. Jo, jo. Ich wollte ihn eigentlich... Naja, ist auch egal. Oh, Schmelzer, gut gemacht. Hat er dann zwar leider schlecht weggemacht, aber... Es muss jetzt eigentlich Wendebude kommen, sonst ist das Ding gegessen für Dortmund. Campbell, oh, was? Ein jetzt. Ja, okay, den Ex-Verein. Ich glaube, die Messe ist gelesen. Campbell. Aber auch gut abgelegt da mit der Hacke. Und dann Campbell im Strammen. Komisch, dass der nicht mehr davor kam, der Verteidiger. Ja. Gegen den Ex-Verein, Kevin Campbell, ne? Der Campbell. Eigentlich ein guter, der Kevin. Dortmund kommt die letzten Tage echt immer unter die Räder bei uns, wa? Ja. Letztes Mal auch, ne? Mhm. Keine Ahnung, vielleicht passt der Spielstil von denen nicht zu uns oder so. Aber ist für mich aber auch eigentlich Leverkusen gegen Dortmund ist für mich meistens auch immer ein Topspiel, ne? Ist es auch, ja. Also, ich erinnere mich gerne daran zurück, als Leverkusen Zweiter war und Dortmund Erster. Als sie auch Meister wurden, Dortmund noch, die 2 Jahre in Folge, weißt du? Kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist eigentlich auch noch gar nicht so lange her. Bayern wurde schon wieder 3-mal hintereinander, 4-mal hintereinander Meister. Oh Mann! 3-mal? 3-mal schon wieder, krass. Oder öfter? 4-mal? Boah, ne. Guck mal, ich habe auch irgendwie reise ich gar nichts heute. Kramer erinnert sich doch eh wieder nicht, was er da macht. Kramer ist auf, ne, was ich machen. Aber hackern nicht. Oh! Komm, jetzt kann er eigentlich auch mal pfeifen. Kann auch abpfeifen eigentlich. Das ist jetzt nur noch ein Trauerspiel. Ramos, komm, noch mit dem 4-2 jetzt vielleicht. Oh! I did not see that coming. Aber auch nicht. Na komm, ich jubel nochmal kurz. Spiegelt aber auch nicht das Spiel richtig wieder jetzt. 4-2. Ah, wobei, so viele... Aber guck mal, da hat er sich nochmal richtig schön überlegt. Nö, ich mach nochmal hier so einen Schlenker. Hat er Grants schon. Na gut, wenn du jetzt schnell spielst, ne, dann... Ach, wie soll man das denn machen? Das ist die 90. jetzt schon. Okay, nicht mal ein Platz für einen Angriff. Puh, schade, ey. 4-2 finde ich ist dann vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich denke, das wird auch ein richtig knappes Ding wieder. Ich meine, für unser Spiel war das okay, weil ich hatte richtig viele Chancen. Ich hätte ja, die erste allein schon... Da hat es noch 3 Pfostentreffer. Ja. Und, oh. Oh, der Go hat auch mal wieder hier eine Meisterschaft sich geholt, ey. Leverkusen, ne? Das kann man sich auch mal rot im Kalender anschreiben, ey. Leute, was sagt ihr? Dortmund gegen Bayern 04, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Orakel. Haut rein. Haut rein.